Willkommen zurück bei Wolf bei der LP mit Bioshock. Wir haben hier das Ende von Souchong gefunden. Ich lade gerade nochmal die Waffe nach. Ja, ich verbrauche mal wieder etwas Napalm. Und wir haben den Versuch. Heißt das, wir haben jetzt. Ja, wir haben unsere Fähigkeit wieder unter Kontrolle. Du bist jetzt frei. Souchongs Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Oh yeah. Point Prometheus, wie sie es genannt hat, oder Prometheus, ist wohl der letzte Standort, an dem wir auf Ryan, nicht Ryan, Ryan ist Geschichte, Atlas bzw. Fontaine treffen werden. So, hier habe ich noch eine Cyclone Trap gesetzt. Weil ich eigentlich dachte, hier stürmen wahrscheinlich gleich sämtliche Leute rein. So, das machen wir jetzt mal anders. So. Du gehst mir mal bitte zur Hand. So, doch, das ist Kissen. Ich dachte, es wäre ein Koffer. So. Und da draußen steht es für ihn, glaube ich, auch nicht so gut. Ja, die Genbank. Ach ja, du hast hier mal wieder dir Hilfe geholt, ne? So. Mein lieber kleiner Freund. So, der defekte Sicherheitsbot soll uns aber mal zur Hand gehen. Das kann der gerade mal machen, weil der hat eh nichts Besseres zu tun und daher kann der uns helfen. Sonst liegt der eh bloß blöd rum und ich habe hier gerade meine Fernbedienung falsch liegen. Ich kann im, beziehungsweise das war jetzt gerade ein Kabel, weshalb ich gerade nicht lenken konnte. Das war ganz, ganz doof. Aber gut. Alles gut, alles gut. Achso, ich hab's ja schon längst. Bin ich doof. Mann, Rolf, stell dich zur Hand. So. Du gehst mir dann auch zur Hand. Ja, auf mich ballert's mal wieder aus allen Richtungen. Find ich aber jetzt nicht ganz so wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir heilen uns. Und ich meine, da unten ist eh so ziemlich alles auf unserer Seite. Hier oben, das Ding können wir gerade noch zu uns holen, damit es uns nicht weiter belästigt. Aber an sich ist es ja hier alles Kinderkram. Also ich bin schon sehr gespannt auf den Endkampf mit unserem lieben Atlas. Ich sage immer noch Atlas, weil für mich ist das Atlas, auch wenn es Frank Fontaine ist, so ein Mistkerl. Hat uns von Anfang. Ich habe ihm ja eh misstraut, weil ja die Anzeichen waren ja da. Muss man ja echt sagen. Also man kann nicht sagen, oh Gott, das kam aus dem Nichts. Das ist nicht ganz richtig. Es gab Anzeichen, aber sie waren schwer zu sehen. Und er hat sich echt gut verstellt. Und ich glaube, wenn ich in Jacks Situation gewesen wäre, ich hätte auch nicht anders gehandelt. Also ich hätte ihm vermutlich genauso vertraut. So. Und ja. Daher, ich kann das völlig nachvollziehen, wie Jack hier gehandelt hat. Und habe ich eben den Houdini-Splicer gehört? Ich hoffe nicht. Aber die sollen hier nur langkommen. Unsere Sicherheitskameras passen auf. Und ich hoffe. Ja, ich höre hier schon wieder die Splicer und den Big Daddy. Da hinten stehen sie. Aber Moment. Zack. Feuer breitet sich ja schließlich aus. Haben wir gelernt. Und ein Insektenschwamm auch. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt den Big Daddy da hinten nicht gemacht. Nein, 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 nein. Wow. Da hat mich hier einfach ein Splicer von hinten überrascht. Nicht gut. Nicht gut. Ich bin echt viel zu leicht zu überraschen. Ich muss alle Seiten abdecken. Ich habe ihn wütend gemacht. Hat der Wolf toll gemacht, nicht wahr? Funktioniert jetzt noch Hypnotize Big Daddy bei ihm? Ich denke nicht. So, wir müssen halt nochmal einen Verbandskasten. Er hat eine Little Sister bei sich. Gut, da brauche ich ihn eh gar nicht erst versuchen zu hypnotisieren. Weil diese liebe Rosie muss ich jetzt erledigen. Beziehungsweise Little Sister, die fotografiere ich, weil ich dafür mehr Geld kriege. Beziehungsweise nicht mehr Geld, mehr HP und so weiter. Oh Gott, mein. So. Warum benutze ich Hypnotize Big Daddy? Das ist ja mal völliger Schwachsinn. Ich muss Electro Bolt nehmen.
Aber als alles, allererstes muss ich jetzt zusehen, dass ich überlebe. So. Daddy. Verdammt, das nützt ja mal überhaupt nichts. Habe ich nicht irgendwo noch panzerbrechende Munition ausgerüstet? Nein, Mr. B, tu mir nicht weh. So, da brennst du noch, ne? Oh, puh, ich brauche jetzt langsam mal wieder Heals. Ach Gott, da hinten ist meine Medi-Station. Wenn ich es bis dahin schaffe, ohne getroffen zu werden... Oh ja, das ist gut. So, Verbandskasten. Der ist jetzt wichtig. Mr. B reißt mich, glaube ich, nicht in Stücke. Weil Mr. B ist ganz, ganz lieb zu mir, wenn man weiß, wie es geht. Nein, Mr. B schnappt mich nicht. Puh. Also Mr. B ist echt nicht leicht aufzuhalten. Ja, vier... Gott, habe ich... Gut, Splittergranaten habe ich noch ein paar. Bitte sag mir, Mr. B hält die... Ja, Mr. B ist... Hin. So, du kommst jetzt als erstes mal mit. Doch. Also, mach dir keine Sorgen. Ich repariere dich, beziehungsweise mach dich wieder zu einem Menschen. Während mich hier so ein Wurzel abknallt. Geht mir jetzt dezent auf den Keks. Oh Gott. Ich bin so gut wie erledigt, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das Ding habe ich dummerweise kaputt gemacht. Weil ich auf die glorreiche Idee gekommen bin, das Teil kaputt zu machen, um an den Kasten dran zu kommen. Ans Erste-Hilfe-Kit. Ich muss jetzt zusehen, dass ich hier irgendwo an eine neue Hilfsstation komme. Oh Gott, da vorne liegt der Teddy. Bitte sind da Verbandskästchen drin. So, neue Tonikum-Erfinder. Nein. Atlas lebt. Das hören wir uns an. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Ja, das ist den Leuten nicht umsonst wichtig, aber ja, das hatten wir schon. Ja, das kannten wir bereits. Das Problem, was ich hier gerade sehe, ist, hier gibt es alles Mögliche, außer das, was ich wirklich brauche. Und das wäre hier wieder mal ein, wie heißt er? Ich komme gerade nicht auf den Namen, so Technik-Tunica-Slot. Slow, Short Alarms, Clever Inventor, nee. Produktiver Erfinder, doppelt so viele Exemplare brauchen wir eigentlich auch nicht. Wending Expert stockt sich, glaube ich, nicht. Das nehme ich, nehme jetzt einfach mal Hacking-Experte. Abfackeln, sowas, Ihr wisst ja, ich bin da eigentlich nicht... Achso, Hacking-Experte 2, gut, nehmen wir doch das gleich mal. Gut, wir haben eigentlich mehr als genug, also ich kann mir ja auch Abfackeln noch holen. Und, ja, Cyclone Trap braucht eigentlich niemand, Ranchlurker auch nicht. Daher bin ich etwas am Rätseln, was ich hier noch für mein Eve nehmen soll. Zieldummy Zorn, das ist alles eigentlich nicht notwendig, deswegen nehme ich jetzt nochmal den Winterblast. Ach Gott, ey. You invent. Explosivschrot ist gut, ionisches Gel ist immer von Vorteil. Blutdust und Trinker will ich jetzt nicht. Munition brauche ich eigentlich auch nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist Leben. Das wäre echt klasse, wenn hier irgendwo dieser blöde Automat stehen würde. Du hast auch nichts mehr für mich dabei, ne? Eine Medi-Station oder ein Automat, an dem ich kaufen kann. Das wäre jetzt so das Nonplusultra. So. Dich lege ich auf Eis und zerballer dich gerade mal. Hört, die Leiche ist sogar übrig geblieben. Das ist hilfreich. Das ist nichts Wichtiges. Aber da hinten liegt der Automat. Das ist von Vorteil. Jetzt kaufe ich mich nämlich wieder voll. So. Viel besser. Obwohl, ich brauche noch hiervon. Ich meine, die Kohle haben wir.
das ist jetzt echt nichts, wo man jetzt sagen könnte, ach, das ist aber doof, wenn du da so viel kaufst. Nachher brauchst du es nicht. Doch, glaub mir, ich brauche es und es ist wirklich gar nicht mal so schlecht, wenn ich hier vollgehalten bin. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gleich sterbe und zur nächsten Weta Chamber zurück muss. Ist mir egal, ich habe volles Leben. Und wir müssen nur zur Tauchkugel zum Point Prometheus. Oder Prometheus zurück. Ich weiß ja nicht, ich bin jetzt falsch gelaufen, verdammt. Ja. Und dort werden wir dann mit dem Leben von Tane abrechnen. Er wartet ja schon auf uns. Frankie Boy. Da kann ich eigentlich nochmal gucken. Ja, hier gibt es nämlich auch eine Tauchkugel, bin ich doof. Wisst ihr, ich laufe hier in die völlig falsche Richtung. Und merk's nicht mal. Dann gucken wir hier in der Richtung mal, ob wir hier die Tauchkugel finden. Weil die wäre natürlich jetzt sehr, sehr von Vorteil. Und oh, die Mine ist nicht mehr aktiv, wollte ich gerade sagen. Doch, sie war noch aktiv. Das ist natürlich sehr schön, wenn mir nicht angezeigt wird, dass eine Mine aktiv ist. Ich dachte, die könnte ich aufheben. Ach so, nee, Electro Bolt. Ja, ich muss direkt an dem Geschütz vorbei. Ich hack das jetzt auch gar nicht. Ich gehe einfach dran vorbei. Aber die Sicherheitskamera, die hier irgendwo ist, da drüben, die habe ich natürlich jetzt elegant verfehlt. Doch, ja, die ist ja easy. Zumindest jetzt dank den Hacking-Tools. Ja, die möchte ich schon ganz gerne auf meiner Seite haben, weil im Gegensatz zu so einem Geschütz, so eine Sicherheitskamera, die kann man immer brauchen. Weil die ist zwar auch stationär, aber die hat einen großen Radius. Und wenn die einmal so ein Mistding sieht, also so ein Splicer, dann weiß die sofort, da ist was. Und alarmiert hier alles. Und dann bricht über diesen einen Splicer die Hölle los. Und wir haben Glück, wir freuen uns. Von daher, Sicherheitskameras sind eigentlich ein Muss, was Hacken angeht. Hier gibt es auch noch eine weiter vorne, habe ich glaube ich gerade gesehen. Nee, doch nicht, das war bloß der Typ, der da unten so leuchtet. Wie ich die jetzt erledigen soll, ich habe da so eine Idee. So, schön mal hier Splittergranaten nachladen. Habe ich ihn getötet? Nein, natürlich habe ich ihn nicht getötet. Warum lebt ihr so lange? Sicherheitsbot Seili? Was brauchst du? Och, ich glaube, du brauchst einen Psychiater. So. Ach ja, du legst dich hier mit meinem Sicherheitssystem an. Tja. Schieß dir doch nochmal den letzten Schuss ab, mein Gott. Leute. Ich möchte ja... sind ja noch mehr. Er schießt sie. Meine Fallenbolzen... ja, kann ich mal wieder nachladen. Zack. Oh Gott. Ja, renn rein. Ist eine gute Idee, in Fallenbolzen reinzurennen. Was soll ich nehmen? Ja, los. Ja, Leute, ich bemühe mich hier nicht extra, die, die Typen hier zu töten, weil ich habe ein Sicherheitssystem, das soll auch seinen Job machen. Die Metro, Rapture Metro. ich bekomme hier so viele Verbandskästen, das ist mir ehrlich gesagt... Achso, nee, da ist eine Medi-Station kaputt gegangen. Ansonsten hätte ich gesagt, ist mir nicht geheuer. Und hier sind doch schon wieder Geister in der Nähe, oder sind die hier oben irgendwo gewesen? Ja, die waren hier. Ryan würde sich um dich kümmern, wenn du am Boden liegst? Falsch! Fontaine! Fontaine ist der Mann, der dir beisteht! Es hat Ryan wahnsinnig gemacht, als ich anfing, die Wohltätigkeitsmasche abzuziehen. Fontaine, Samenhäuser. Ich mich versah hiesig Atlas und war Oberbefehlshaber einer ganzen Armee. Ryan und sein geliebtes Rapture. Man muss keine Stadt bauen, damit die Leute einen annehmen. Reicht schon, die Dummköpfe glauben zu lassen, sie werden es. Ich bin Blechbüchse! Leute, also... Fontaine, das... Fontaine war echt...
fieser Drecksack. Anders kann man das nicht sagen, glaube ich. So, mein lieber Big Daddy, du kannst mir mal gerade zur Hand gehen. Verdammt, ich habe ihn verfehlt. Sag mal, kann das Ding nicht mal den Big Daddy anziehen? So. Ach, mach ich das? Ja, mach ich gerne. Wenn ich den hacken kann, dann hack ich. Nee, das wird zu schwer. Hier, Daddy, der haut mich. Verpiss dich oder ich ruf die Bullen! Ja, dann ruf doch die Bullen. Was glaubst du, wie egal mir es ist, wenn du die Bullen rufst? Beine auseinander! Auseinander! Du glaubst! Ja, Beine auseinander. Das werde ich auch gerade machen, wenn mir das irgendein Typ sagt. So, ja, hier kann man noch einiges ausplündern. Beziehungsweise, ich glaube, hier finden wir auch noch irgendetwas in Fontaines Armhäusern von der Story her raus. Totkatze. Oh. Tust du das? Ich glaube eher, mein Big Daddy vernichtet dich, aber gut. Ja, ich würde hier halt schon gerne noch was von der Story erfahren. Also ich versuche ja hier immer so viel von der Story einzufangen wie möglich. Auch wenn hier gerade nicht so viel Story ist und tut mir leid, dass es so ruckelt. Das ist der Big Daddy, der hinter mir herrennt. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Lasst mir doch einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.